Hallo zusammen und hier ist wieder Schokibanoki Daily, eure tägliche Dosis Angeberwissen. Mit dabei ist der Sascha und ich bin glaube ich der Marc. Oder? Ja, das hast du richtig erfasst. Das könnte sein. Und wir reden heute über den 5. Februar. Ja. Und wer hat heute Geburtstag? Der Neymar. Neymar hat Geburtstag. Neymar. Und Leute, ich muss ja sagen, okay, Neymar, tut mir leid, du hast ja heute Geburtstag, aber ich muss mich doch wirklich ein bisschen jetzt mal echauffieren. Der teuerste Fußballspieler der Welt. Leute, wie kann es sein, dass ein einziger Mann 400 Millionen mehr und mehr wert ist? Kann mir das mal irgendeiner erklären? Das ist unglaublich. Ja, du machst jetzt gerade so ein bisschen den Streich, ohne dass du weißt, wer er ist. Egal. Ja, aber weißt du, wer heute noch Geburtstag hat? Das ist der Knaller. Neymar hat heute Geburtstag und heute am 5. Februar hat Geburtstag auch noch Cristiano Ronaldo. Ich gehe kaputt. Die haben beide am gleichen Tag Geburtstag. Wann ist denn der Neymar geboren? An welchem Tag? Das ist das Festival des Kapitalismus. An welchem Tag ist der Neymar geboren? An welchem Jahr? Na, 1992. 92 und 85, also 7 Jahre älter, ist der Cristiano Ronaldo. Hier das Spacken, ne? Also ich kenne den alten Ronaldo, den jungen Ronaldo vielmehr. Ja? Den jungen Ronaldo wäre noch bei Manchester United oder bei Lissabon oder Spotify. Spotify Lissabon gespielt hat. Genau, du bist auf jeden Fall Experte. Natürlich. Da finde ich den noch total cool und da war noch cool. Sympathisch und so. Da habe ich ihn auch noch geguckt. Aber später... Alter, später ging gar nicht mehr. Alter! Gar nicht mehr. Später! Hör mal, da habe ich gesagt, da Alter! Hat der scheiße gespielt später? Nee, er hat gut gespielt. Da habe ich gesagt, da spielt meine Oma noch besser als der, wie hieß er noch? Nee, falscher Text. Achso. Spielt gut, aber voller Spacken. Ja, voller Spacken. Ja. Also voller Flennensusen-Heinrich. Ach, jetzt weiß ich, wer es ist, das ist der immer heult, ne? Ja, jetzt weißt du, wer der ist es. Ja. Du hast ja stimmt, egal. Aber was war noch am 5. Februar? Naja, am 5. Februar 1996 wurde der Pyrenäenstaat Andorra Mitglied der Welttourismusorganisation. Und ich habe wirklich mal geguckt im Internet als kleine Vorbereitung auf heute. Ja. Was gibt es in Andorra? Nichts. Es gibt Berge und Häuser aus Steinbrocken. Nee. Ja. Aber ich muss sagen, schöne Häuser aus Steinbrocken. Ja. Sehen zwar alle gleich aus, aber sie sind aus Stein. Ich war mal in Andorra und habe ich gedacht, naja, Ferdorra wäre das bessere Wort. Ferdorra, wäre besser gewesen. Das ist Wahnsinn, ne? Also nee. Das ist echt langweilig. Leute, wenn ihr was sehen wollt, fahrt ins Mittelrheintal, da ist viel schöner. Meinst du? Ja. Am 5. Februar ist aber auch der Film angelaufen, Moderne Zeiten. Kennst du von Charlie Chaplin? Natürlich, moderne Zeiten. Ich sehe Chaplin vor mir mit diesen zwei Schlüsseln am Fließband und er kommt nicht mehr hinterher und so. Und wirklich. Das war am 5. Februar 1936. Muss man sich mal vorstellen. Ja, also ganz schön lange her, ne? Also schon mal so 2-3 Monate her, ne? So 2-3 Monate. Ja, vor allen Dingen ein ziemlicher zeitkritischer Film auch, ne? Ja, also war seiner Zeit. Industrialisierung, und Ausbeutung der Menschen. Also wirklich schon. Chaplin war wirklich seiner Zeit sehr oft voraus. Ja, ist ja gut, richtig ab. Jedenfalls. Ich bin froh, dass ich mal nicht über Fußball reden muss. Am 5. Februar hat Neymar Geburtstag, Ronaldo hat Geburtstag, Andorra wurde zur Tourismus irgendwann schlag mich tot irgendwie beigetreten und moderne Zeiten. Hatte auch Geburtstag. Nee, sozusagen. Ist das erste Mal gezeigt worden in den USA. Ja. 1936. Ja. Das war Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Geht jetzt mit dem Wissen raus und geht ein bisschen an. Müsst nicht sagen, dass ihr von uns habt. Könnt ihr aber auch sagen. Und wenn ihr das Video gut fandet, Daumen hoch. Und liked auch den Kanal. Auf jeden Fall, liked den Kanal. Das ist gut. Liken ist gut. Cheerio, Miss Sophie. Macht's gut. Tschüss.